Unterhaltung. Unterhaltung ist das, was dem Vergnügen und dem Zeitvertreib dient. Menschen sehen fern zu unterhalten, gehen zu Vergnügungsparks für die Unterhaltung. Menschen gehen in Konzerte und machen vieles andere. Unterhaltung heißt aber auch Gespräch. Man kann eine Unterhaltung führen und manchmal kommen Unterhaltungen etwas schwerer in Gang. Yoga ist keine Unterhaltung. Wenn du Yoga übst, erwarte nicht von deinem Yoga-Lehrer, dass er dich unterhält. Und auch derjenige, der Meditationen anleitet, der macht jetzt keinen Unterhaltungsabend, sondern es geht darum, dir zu helfen, wie du selbst dich richtig bemühen kannst, um zur Einheit zu kommen, zur Tiefe zu kommen, zur tiefen Verwirklichung zu kommen. Viele Menschen, die in der heutigen Unterhaltungsgesellschaft leben, denken, dass ein Yoga-Lehrer große Unterhaltungskünste haben muss. Und sie erwarten, dass sie von dem Yoga-Lehrer gut unterhalten werden. Sie erwarten auch von Gottesdiensten, auch von Satsangs, dass sie unterhaltsam sind. Und Yoga-Lehrer und Satsangleiter, auch Pfarrer, bemühen sich darum heutzutage, dass die auch spirituelle und religiöse Veranstaltungen unterhaltend sind. Aber das geht letztlich am Kern der Sache vorbei. Es geht nicht um Unterhaltung, es geht um spirituelles Wachstum. Und derjenige, der auf dem spirituellen Weg geht, sollte Demut haben, sollte Hingabe haben, Hochachtung und nicht von anderen Unterhaltsamkeit erwarten.